Unglaublich, aber wahr. Rentenversicherung sagt Erwerbsminderungsrente zu, Rentenbescheid kommt nicht, unserem Mandanten droht Hartz IV. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir vertreten einen Kunden, der an einer fortgeschrittenen Parkinson-Erkrankung leidet. Wir haben bei der Deutschen Rentenversicherung ein Erwerbsminderungsrentenverfahren in Gang gesetzt. Und zwar wurde unser Mandant durch die Krankenkasse zu einer Reha-Maßnahme aufgefordert. Und im Zuge dieses Reha-Verfahrens stellte sich heraus, dass er voll erwerbsgemindert ist. Im März 2021 bot daraufhin die Deutsche Rentenversicherung unseren Kunden eine Rente wegen voller Erwerbsminderung an. Dieses Angebot haben wir zeitnah mit Rücksprache unseres Kunden angenommen, baten die Deutsche Rentenversicherung um Übersendung des Rentenbescheides. Ende August 2021 läuft das Arbeitslosengeld 1 unseres Mandanten aus. Und was glauben Sie denn wohl, was bis jetzt passiert ist? Nichts. Wir haben trotz mehrfacher Anfragen, Telefonversuche den Bescheid bis heute, sprich 15.07.2021, nicht erhalten. Die Rentenversicherung antwortet auf unsere Anfragen nicht. Sie stellt sich tot. Unglaublich. Unserem Mandanten droht der unsägliche Gang in das Hartz IV. Er ist schwer krank und macht sich Riesensorgen. Was haben wir jetzt gemacht? Uns blieb nichts anderes übrig, als dem entsprechenden Mitarbeiter der Rentenversicherung mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde zu drohen und eine Untätigkeitsklage einzureichen, wenn wir bis zum 31. Juli diesen Jahres 2021 nicht den Rentenbescheid bekommen, der unserem Mandanten die versprochene volle Erwerbsminderungsrente bewilligt. Eines können Sie uns glauben, es ist kein Einzelfall. Liebe Rentenversicherung, unser Mandant erheischt keine Almosen, sondern er hat einen Rechtsanspruch auf die von Ihnen zugesagte Rente. Daher fordere ich Sie hiermit auf, handeln Sie jetzt! Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.